Sister, so wird das nicht, sag ich dir. Woher willst du das denn wissen? Ja, weil ich mein Obergärtner am Hofe des polynesischen Königs Müsli den Dritten gewesen bin. Und deshalb hast du noch lange keine Ahnung von sensiblen Hexenpflänzchen, du Schaufelkönig. Lächerlich, ich und keine Ahnung haben. Ha, diese doofe Hexe weiß doch nicht mal, wie man das Wort Pflanze überhaupt buchstabiert. Vorsicht, du Tomatentroll, ich habe ganz genau gehört, was du da eben gesagt hast. Ja, dann weißt du jetzt ja Bescheid, hm? Und ich weiß auch noch einiges mehr. Ja, und das wäre? Wie man zum Beispiel aus einem frechen kleinen Troll einen leckeren Kartoffelbrei zubereitet. Ja. Du weißt doch, was ich damit sagen will. Ja, ich darf keine abfälligen Bemerkungen mehr über doofe Hexen machen, die nicht buchstabieren können. Ansonsten ende ich als Hugo-Kartoffelbrei. Gut erkannt. So, und jetzt lass mich in Ruhe meine Hexenpflänzchen hier in den Kasten setzen. Solange du sie nicht in den Sand setzt. Hugo. Ja, ist schon okay. Ich halte jetzt meine Klappe und spiele stattdessen lieber ein Spielchen mit euch. Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann ruft ihr es ganz schnell an. Unter der 0137 3235. 5, 3, 6. Aber bevor wir gleich loslegen, zeige ich euch mal den heutigen Superpreis. Auf dem Squad von Peugeot wirst du total abfahren. Der witzige Mokik-Roller macht einfach alles mit. Sicher und wendig im Gelände oder schnell und komfortabel in der City. Breite Offroad-Reifen, die Upside-Down-Teleskopgabel und die stabile Karosserie sorgen für ein unbeschwertes Fahrvergnügen. Viel Spaß mit deinem frechen Flitzer. Und diesen tollen Superpreis, den könnt ihr gewinnen, wenn ihr am Ende auf der Highscore-Liste ganz oben steht, ich euch dann anrufen, wir zusammen um diesen tollen Superpreis spielen. Ist ja klar, ne? Und um auf die Highscore-Liste zu kommen, müssen wir auch viele schöne Spielchen heute machen. Und starten werden wir mal mit dem Christian. Grüß dich! Hallo, Hugo! Guten Morgen, Christian! Morgen, Hugo. Bist du? Du hast ganz schön viele Geschwister, ne? Ja, das stimmt. Wie viel denn? 7 Stück. Boah, 7. Und bist du irgendwie der Älteste oder der Jüngste oder wie? Ach, ich bin der zweitjüngste von den Jungs. Wow, Gott, wie viele Mädchen sind denn das? 4 Mädchen und 4 Jungs. Ach so, dann geht das ja noch. Das ist irgendwie so, da weiß ich, da ganz viele Mädchen und ganz wenig Jungs. Ne, hätte man ja gar nicht so. 4 Mädchen, aber 8. Ja, wenn er 7 Geschwister hat und er selber, das sind ja auch 8. Mann, bist du ein Genie. Ja, die Hexade ist innerlich wohl doch blond. Christian, du spielst Fußball? Ja. Ja? Du, ich kenne da auch so einen Christian, der haut sich dabei immer die Beine kaputt. Du aber nicht, ne? Nee. Ja, voll, ist auch ganz schön blöd, sowas, ne? Würde ich auch nie machen. Okay, aber weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt Free Climbing werden wir jetzt machen. Ja, da klettert der Hugo an so einer Wand nach oben. Da musst du mich dann immer rüberschicken zu den Säckchen und musst aufpassen. Hier, meine alte Bekannte, die Hexana, die hier so neben mir mit dem Blümchen da was macht, ne? Ja. Die hat immer so ganz komische Sachen da versteckt an der Wand. Die sind nicht so gut für den Hugo. Da kommen auch so Steine runtergerollt und sowas. Wollen wir alles nicht. Also wir klettern jetzt richtig schön hoch. Und ab geht's. Okay. Und die Säckchen einpacken, Christian. Guck mal, da müssen wir hoch. Oh Gott. Ja, du kannst ruhig Hugo zu mir sagen. Ja, Hugo. Rüber, rüber. Ja, pass auf, jetzt musst du mal ganz schnell drücken. Rüber, rüber. Ja, ja. Oh. Ja, so lustig ist das gar nicht. Hm. Ha, wie sieht denn da aus? Flotte Tolle auf dem Kopf. So, rüber. Ja, also, rüber, rüber. Ja, genau dein Säckchen. Weg da, gleich wieder weg da, weg da. Siehst du, sag ich doch. So, Pussing, Pussing, weg da, nein, du, oh, oh Gott, das war knapp. Jetzt aber, pass auf, die zwei. Ja, weg da, ja, gut, hören kann ich jetzt aber wieder. Jetzt aber, oh, nein, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, so, rüber. Oh, jetzt wieder zwei nach oben. Klasse. So, ui. Wo ist ich? Ja, jetzt 6, 6, schnell, noch eine 6. Klasse, das Säckchen nehmen wir noch mit. So, genau, da schon mal weg, weg, weg. Ui, ui, ui. Oh, ui, ui, was ist das? Ui. Ja, gehen wir da lang. Genau, hoch mit der 2. Ja, acht Säckchen, stark. Ah, klasse, schon 550, Christian, toll. So, jetzt gehen wir, oh, hier, da mal lang. Hoch mit der 2. Ja. Upsala, ah, weg da. Ui, nein, wo ist ich? Oh Gott, das war aber jetzt knapp. So, aufgepasst. Ups, die lassen wir lieber vorbei, du lassen. Jetzt gehen wir hoch mit der 2, ne? Mhm, genau richtig. Schön, Christian, schon 700 Punkte. Oh, Mann, wie ein Wind. Ups, gleich, ja, Wahnsinn.
Toll, Christian. Das klappt ja fernmäßig. Oh, wir sind schon ganz schön hoch. So, ja, das Säckchen nehmen wir auch noch mit. Boah, 800 Punkte schon, Christian. Wir werden deine Geschwister aber neidisch sein. Wo sind wir da? Uiuiui, oha. Jetzt müssen wir aber da lang. Los mit der Sekt. Und hüpp, in den zweiten Meter. Hoppsala. Genau. Schnell da vorbei. Weiter. Oh. Ja, boah. So. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Wir sind schon ganz schön weit. Nee, da ist noch ein Säckchen. Nur noch mit. Ja, klasse. Vorsicht. Hoppala. Wahnsinn. 1000 Punkte. Christian. Ja, aber mega stark. Hoppa. Ist ja richtig Partystimmung bei dir zu Hause, was? Ja. Gucken wir doch mal auf den Punktestand. Da bin ich ja mal gespannt, wie der aussieht. Ja, ey, würde ich auch sagen. Guck mal. Hoppa. 1500 minus. Christian. Super, 400 Punkte! Dafür kriegst du aber einen wahnsinnig mega tollen Preis! Geil! Wo ist er denn? Ja, Preischen! Wo ist das Preischen denn geblieben? Und Sternklappennächte! Okay. Mit dem genialen Teleskop von Presseoptik wirst du zum Hobbyastronomen. Mond, Sterne, Welle, Galaxien, Hocken in interessante und sichtbare Nähe. Wenn du genau hinsiehst, dann kannst du vielleicht Hexan auf ihrem Besen erkennen. Stark, was? Oh, und jetzt gehen wir sogar noch in die Schatzkammer, Christian. Okay. Da können wir die Punkte, wenn wir Glück haben, ja sogar noch verdoppeln oder vervierfachen. Oder sie bleiben so, aber 1400 Punkte, Wahnsinn. Ja, die drei hast du dir ausgesucht. Mal gucken, hier ist der Schlüssel. Und, ach, bleiben 1000, was bitte? Aber überleg mal, 1400 Punkte. Boah. Das ist ja toll. Ja, die muss man erst mal schaffen, Christian. Ja? Alles klar, Christian. Der wünscht dir noch viel Spaß heute und vielleicht telefonieren wir ja näher nochmal, ne? Wer weiß, was heute noch alles passiert. Also schön dranbleiben und grüß mal deine Geschwister, ne? Okay, danke. Bis dann. Tschüss, Christian. Na, Hexana. Wie sieht's denn so aus? Ja, sie gedeiht, sie gedeiht.